Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt und ich freue mich gerade total. Ich habe mir nämlich gestern eine richtig geile Tasche bestellt und Leute, soll ich euch mal was sagen? Ich habe wirklich 9 Monate lang darauf gewartet, dass ich mir diese Tasche kaufen kann. Die war überall ausverkauft, man konnte sie nirgendwo bekommen, nicht mal im Ausland. Ich war sogar im Ausland und habe da auch gefragt, habt ihr diese Tasche? Nein, die gibt es nicht mehr. Und dann meinte ich so, ja, wann kann ich denn mit der Tasche rechnen? Gibt es da nicht so eine Warteliste, wo man sich eintragen kann, damit man informiert wird, wenn die Tasche halt wieder verfügbar ist, dass man sie dann kaufen kann? Nein, gibt es nicht. Und ja, in Frankfurt gab es eine, aber die Warteliste war voll. Und ja, da konnte keiner mehr irgendjemanden da drauf schreiben. Und genau, also keine Chance, an die Tasche ranzukommen. Es sei denn, man möchte gerne bei eBay, glaube ich, 3.000 bis 4.000 Euro ausgeben. Also die Leute, wirklich, die sind so krank. Die haben wirklich das Dreifache vom Preis genommen und haben die Tasche gekauft und dann einfach bei eBay reingestellt, weil sie halt ganz genau wussten, jeder will diese Tasche haben. Und warum nicht dann das Dreifache dafür verlangen? Mal schön ordentlich Kohle machen. Ja, total dreist und auch oft, wo ich da geschaut habe, hieß es dann, oh, ich habe die Rechnung verloren und hier und da. Und da dachte ich mir halt auch so, ja gut, dann kann es sich ja eigentlich um keine originale Tasche handeln für so viel Geld. Und ich mache diesen Fehler nie wieder, Leute, ich sag's euch. Ich habe damals bei Kleiderkreisel eine Tasche mit Rechnung sogar. Die Rechnung war nämlich auch gefälscht. Das fand ich so krass. Deswegen habe ich halt gesagt, ich kaufe nie wieder solche Taschen irgendwo im Internet, wenn sie ausverkauft sind. Weil man weiß nie, es sei denn, man kann sie sich vorher anschauen. Die Person wohnt in der Nähe, aber das war halt jetzt hier auch nicht der Fall. Und ja, ich habe wirklich so verzweifelt nach der Tasche gesucht und war wirklich die ganze Zeit auf diesem Online-Shop drauf und habe jeden Tag aktualisiert. Und plötzlich an einem Tag, also gestern, habe ich wieder aktualisiert und auf einmal gucke ich, die Tasche ist verfügbar. Ich dachte mir so, what? Das ist doch nur ein Scherz, oder? Ich habe so schnell auf Kaufen gedrückt, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich das auch noch an die falsche Adresse liefern lassen habe, also an die Adresse von meinen Eltern und nicht bei mir hier zu Hause. Richtig bescheuert, sodass ich dann morgens dann aufstehen musste, also heute Morgen, um dann zu meinen Eltern zu fahren und um den UPS-Boten abzufangen. Habe ich aber nicht geschafft, ich war ein paar Minuten zu spät. Bin dem UPS-Boten dann hinterhergefahren und bin gerade so stehen geblieben, als er auch stehen geblieben ist und hab den so angehupt. Und dann er so, was willst du denn? Fahr da hinten raus, von wegen das auch noch Platz. Ich so, nein, ich will doch nur mein Paket haben. Ja, dann habe ich dir meinen Ausweis gezeigt und so weiter und habe dann mein Paket auch zum Glück bekommen. Und hier ist es. Ihr seht, das möchte ich auch nochmal ganz kurz klarstellen. Also es ist eine Tasche von Louis Vuitton. Und Leute, ich habe mir schon damals vor 9 Monaten das Geld zur Seite gelegt und habe gesagt, das rühre ich nicht an. Wenn die Tasche vorhanden ist, muss ich sie kaufen. So, und so war es jetzt auch. 9 Monate später konnte ich das jetzt endlich ausgeben. Und wie ihr seht, hier oder hier, ich weiß jetzt nicht wo genau, steht Werbung unbezahlt. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese ganze Geschichte mit den Abmahnungen und so weiter. Und weil ich ja hier eine Marke in die Kamera halte, auch wenn ich sie mir selber gekauft habe, steht da Werbung. Manche Leute verstehen das nicht so ganz. Wenn hier Werbung unbezahlt steht, heißt es, dass ich keine Werbung für jemanden mache, sondern mir das selber gekauft habe und euch das einfach zeigen möchte. Weil viele haben auch bei meinem letzten Catrice-Video, was übrigens bei super vielen nicht in der Abo-Box war, schaut da auch mal gerne vorbei, da könnt ihr das ganze Catrice-Sortiment, das neue, gewinnen. Also es sind wirklich so krass viele Produkte. Also macht da gerne mal mit, unter meinem letzten Video, wie gesagt. Und da stand auch Werbung unbezahlt. Und da haben total viele gedacht, dass ich von Catrice bezahlt werde, dass ich die Sachen gezeigt habe. Ich habe das von mir aus gezeigt, weil ich denke, dass es euch interessiert. Und ich meine, jedes Video von mir ist ja in irgendeiner Form Werbung, weil ich sitze ja hier und zeige euch irgendwelche Make-up-Produkte oder zeige euch Klamotten und so weiter. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie die aktuelle Rechtslage jetzt ist. Deswegen, also es weiß ja auch keiner, deswegen schreibe ich hier oben einfach Werbung unbezahlt hin. Da wisst ihr ganz genau Bescheid. Es handelt sich hier um keine Kooperation. Ich habe diese Tasche hier selber bezahlt. Aber weil man halt eben den Namen sieht und es eine Markenerkennung ist und es somit ja auch Werbung sein könnte, was natürlich nicht der Fall ist. Also Louis Vuitton, falls ihr das seht, ihr könnt mir die Tasche auch gerne umsonst schenken. Das wäre natürlich ein Traum gewesen. Hätte ich mir das Geld gespart und hätte keine 9 Monate warten müssen, sicherlich. Ja, also so viel dazu. Werbung unbezahlt bedeutet einfach nicht sozusagen, ignoriert es einfach, ist ganz normal wie ein normales Video. Ich bekomme kein Geld dafür und werde nicht gesponsert. Aber so viel dazu. Wenn irgendwas ist mit Kooperation und Bezahlung, erwähne ich das immer in meinen Videos. Schreib es in die Infobox und es steht hier irgendwo dann halt auch immer, ne? Richtig gekennzeichnet, weil ich möchte ja meine Zuschauer nicht veräppeln. Und jetzt würde ich sagen, packen wir endlich das gute Stück aus, Leute. Also schaut das aus. Da war noch so ein blaues Band rum. Ich muss das ja natürlich vor dem Video aufmachen, ist ja klar.
Weil das Paket war auch an der Seite so ein bisschen aufgerissen und ich dachte mir so, hoffentlich hat keiner meine Tasche geklaut, aber es war wahrscheinlich einfach nur so, keine Ahnung, es war alles drin, Rechnung und alles, also so schaut das Ganze aus. Okay, ich habe es jetzt falsch rum reingelegt, oder nee, doch nicht. Also hier haben wir dann einen Staubbeutel, wo Louis Vuitton draufsteht. Und oh mein Gott, Leute, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin. Wirklich, wenn man so lange auf etwas wartet und es die ganze Zeit nicht vorrätig ist, sondern auf einmal. Zudem muss ich auch noch sagen, dass ich eigentlich eine andere Farbe dieser Tasche hier haben wollte. Aber die war auch sogar noch verfügbar. Das fand ich so krass, aber ich kann ja keine zwei Taschen kaufen, Leute. Ne? Das wäre ja ein bisschen bekloppt, ne? Deswegen, ja, habe ich dann gesagt, welche will ich? Ganz schnell entschieden. Natürlich ist es rosa geworden, ja. Also ich zeige euch jetzt die Tasche. Die gibt es halt ganz normal im Monogramm-Stil, also wo dann halt auch einfach, ja, Louis Vuitton draufsteht, also genauso wie hier, nur die Tasche wäre dann halt komplett braun gewesen. Aber ja, ich dachte mir, rosa ist einfach meine Farbe. Rosa ist auch zeitlos, also damit kann man jetzt irgendwie nicht, sag ich mal, Geld verlieren in dem Sinne. Ich sag ja immer, solche Taschen sind wirklich eine Wertanlage. Weil wie ihr wisst, Chanel, Hermes und Louis Vuitton sind so die drei, sag ich mal, Boutiquen, die halt immer den Preis erhöhen jedes Jahr. Das ist so krass. Ich weiß noch, damals habe ich mir eine Speedy bei Louis Vuitton gekauft. Das war meine erste Designer-Handtasche. Damals für 500 Euro, vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und heute kostet sie 800 Euro, Leute. Das müsst ihr euch mal geben. Es sind 300 Euro teurer für ein paar Jahre. Das ist echt so krass. Und wenn man halt heute eine Tasche kauft, muss man sich immer denken, so günstig wie jetzt bekomme ich sie nie. Weil wie gesagt, Louis Vuitton, Hermes und Chanel erhöhen jedes Jahr die Preise, aber nicht nur ein bisschen, sondern schon ganz schön. Und deswegen kann man die halt auch in ein paar Jahren zum Beispiel für dasselbe Geld verkaufen, wo man sie halt auch gekauft hat und macht gar keinen Verlust, obwohl man sie halt getragen hat. Das finde ich halt so cool an diesen Taschen. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich darauf gespart habe und sie mir gekauft habe und wie gesagt das Geld zurückgelegt habe, ohne dass ich es angerührt habe. Und jetzt 9 Monate später konnte ich mir meinen kleinen Traum erfüllen. Das ist hier von Louis Vuitton die Pochette Métis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Leute. Wenn nicht, dann korrigiert mich in den Kommentaren. Ihr seht, ich bin überglücklich und ich finde die super, super schön. Die schaut so aus. Also ist wirklich ein super schönes Rosa. Und was mir hier wichtig war, ist einfach, dass da wirklich auch viel reinpasst. Weil ich habe zum Beispiel viele Taschen, die ich auch sehr mag, wo aber wirklich nichts reinpasst. Aber ihr seht, ihr habt hier zwei, sogar drei Fächer. Ich dachte, die besteht aus zwei Fächern. Tatsächlich habt ihr drei Fächer und ihr könnt die drei Fächer wirklich vollstopfen, weil die halt sehr geräumig und groß sind. Also hier passt zum Beispiel einmal Portemonnaie rein. Da könnt ihr hier noch Sonnenbrille reintun. Das Etui von der Sonnenbrille. Eventuell auch noch was zu trinken. Schlüssel. Also es passt wirklich alles rein, von Make-up bis Portemonnaie, von Handy, alles. Und ihr könnt die dann vorne einfach zuklappen und die ist halt auch sehr flexibel, wie man hier sieht. Ich werde das mal hier ganz kurz machen. Ja, und so schaut sie dann zugeklappt aus. Man kann sie dann einmal hier so um den Arm tragen, bevorzuge ich eher nicht. Deswegen ja, habt ihr hier auch noch so einen Umhängegurt, den könnt ihr auch verstellen. Ich werde den jetzt auch nochmal kürzer stellen, weil mir das einfach ein bisschen zu lang ist. Und dann könnt ihr die Tasche einmal um die Schulter tragen oder sie einmal so umhängen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, auf jeden Fall, ich mache das mal ganz kurz ab, gibt es hinten noch einen Reißverschluss, da könnt ihr nämlich auch noch was verstauen, irgendwie, keine Ahnung, so wichtige Sachen, vielleicht Reisepass oder so, was ihr halt dann schnell auch rausholen müsst, finde ich voll praktisch, weil das ist auch sehr groß, passt jetzt nicht super viel rein, aber wie gesagt, so wichtige Sachen, Dokumente und so, wenn ihr halt reist, ist eigentlich ganz cool. Und ja, so schaut die von hinten aus. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass ich die in rosa bekommen habe. Denn man muss auch noch dazu sagen, rosa, ja, das wäre es natürlich gewesen. Direkt neu und runtergefallen. Aber ich habe sie noch im richtigen Moment aufgefangen. Also rosa gibt es nur im Sommer, glaube ich, zur Saisonzeit. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen nochmal geguckt und da gab es die noch gar nicht in rosa online. Und natürlich war die halt auch direkt ausverkauft. Und ich habe gestern die letzte ergattert. Die allerletzte, Leute. Das ist so krass gewesen, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, ich muss die ganz schnell kaufen. Direkt schnell gekauft. Und ja, dann habe ich direkt aktualisiert noch einmal. Da stand derzeit online nicht verfügbar. Bitte rufen Sie an, um einzukaufen. Ja, diesen Satz lese ich schon seit 9 Monaten, Leute. Und ich frage mich aber auch, warum sind diese Taschen so heiß begehrt? Warum will die jeder haben? Klar, da passt viel rein. Die sieht schick aus. Natürlich auch, weil sie rosa ist eventuell. Dieses ganz normale Muster mit diesem Braun und so hätte mir halt auch super gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe mich in diesem Moment wirklich für rosa entschieden, weil rosa einfach meine Farbe ist. Also wie gesagt, kann man auch immer wieder verkaufen, später, wenn man sie nicht mehr haben will, aber natürlich will ich sie haben. Ich habe es, glaube ich, bisher nur übers Herz gebracht, zwei Designer-Handtaschen zu verkaufen, die wirklich so nicht mein Stil waren, wo ich dann
ja, mir gedacht habe, irgendwann, okay, die sehen halt echt nicht so geil aus, das ist mir zu viel Krimskrams da dran. Und das sind halt dann auch so Taschen gewesen, wo ich mir halt auch so gedacht habe, warum hast du die dir eigentlich gekauft? Weil die verlieren erstens an Wert und zweitens kannst du die halt nicht so geil verkaufen. Ja, ich bin super, super happy. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Tasche gefällt. Aber ich bin wirklich so verliebt in diese Tasche. Oh mein Gott. Ich freue mich auch schon aufs Bilder machen und aufs Ausfüllen. Also das ist so krank, Leute. Aber ich liebe sie einfach. Das ist für mich wirklich die schönste Tasche, die ich jetzt hier zu Hause habe. Auch wegen der Farbe allein schon. Und ja, wie gesagt, auch einfach, weil sie auch heiß begehrt ist und auch von mir unbedingt gekauft werden wollte. Aber gestern rief sie, Mama kommt zu mir und ich habe sie gekauft. Ja, und ich habe mich dann für den Expressversand entschieden, habe 20 € mehr bezahlt, dass ich sie genau heute bekomme. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Kennt ihr sowas? Schreibt mir das auch unbedingt mal in die Kommentare. Wenn ihr was haben wollt, dann auch sofort. Ihr könnt nicht warten. Und ich habe natürlich auch bei eBay dann mal ein bisschen geguckt und recherchiert. Und die Rosane habe ich, glaube ich, auch nur einmal gefunden. Ja, und die wurde für 3.500 € versteigert. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein viel zu teurer Preis für so eine Tasche. Würde ich niemals zahlen. So sehr ich sie auch wollte, aber das ist wirklich, nee, würde ich nicht zahlen. Vielleicht interessiert euch ja auch, was sie gekostet hat. Also wie gesagt, ich habe mir das Geld zur Seite gelegt, 9 Monate lang und habe es wirklich nicht berührt, weil ich ganz genau wusste, ich will diese Tasche haben. Die normale hätte 1.350 gekostet, glaube ich. Die mit dem ganz normalen Muster und die in Farbe war ein bisschen teurer. Was heißt ein bisschen, die war schon teurer. Die hat 1.650 € gekostet. Kein Schnäppchen, weiß ich. Aber wie gesagt, wenn ihr mit solchen Dingen gut umgeht und sie in ein paar Jahren verkaufen wollt, kriegt ihr genau dasselbe Geld raus oder wenn nicht sogar noch mehr, wenn ihr sie halt noch ein bisschen länger behaltet, weil wie gesagt, Louis Vuitton geht eben einfach nicht aus der Mode, ist zeitlos und da investiert man halt auch gerne das Geld. Von der Qualität her, wie gesagt, ich habe meine Speedy, Leute, wirklich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich die habe, ich will jetzt auch nicht lügen, ich glaube 6 Jahre oder 5 Jahre habe ich meine Speedy, Leute, die sieht aus wie neu. Die sieht wirklich aus wie neu. Da ist kein Kratzer dran, keine Gebrauchsspuren. Und die könnte ich zum Beispiel jetzt heute für noch mehr Geld verkaufen, als ich sie damals gekauft habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe damals 500 bezahlt. Der heutige Preis liegt bei 800 € und ich könnte jetzt einfach sagen, okay, weil ich sie getragen habe, so ein paar Mal, aber immer sehr gut darauf Acht gegeben habe, keine Kratzer, Flecken oder so darauf zu sehen sind, könnte ich heute noch 700 € für die Tasche verlangen. Wisst ihr, wie ich meine? Rechnung ist ja vorhanden und alles andere. Und da könnt ihr, sag ich mal, in ein paar Jahren seid ihr nicht enttäuscht, dass ihr diese Tasche gekauft habt. Glaubt mir, also, oh mein Gott. Ja, das ist die Tasche und ich will jetzt gar nicht mehr weiter drum rumreden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und wie gesagt, vergesst nicht, bei meinem letzten Video vorbeizuschauen. Da verlose ich ja das ganze Catrice-Sortiment. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwie Hate abbekomme, dass ich mir eine teure Handtasche gegönnt habe. Ich finde, wenn man halt hart arbeitet und wirklich auch 7 Tage die Woche arbeitet, ohne auch Urlaub zu haben, dann darf man sich sowas auch gönnen, weil man dann halt auch einfach weiß, wofür man arbeitet. Stellt euch mal vor, ihr würdet dauerhaft arbeiten und würdet das Geld nicht ausgeben. Das wäre doch auch langweilig, oder? Und würde das die ganze Zeit irgendwie behalten und nichts machen, dann hat man irgendwie auch keine Freude am Leben. Klar ist sowas nicht lebensnotwendig, das würde ich auch hiermit irgendwie gar nicht sagen mit dem Video, aber ich habe mich halt einfach gefreut, euch hat es interessiert und deswegen dachte ich mir, ich drehe ein Video über die Tasche, weil ich mich halt so sehr gefreut habe. Aber wie gesagt, solche Dinge sind absolut nicht lebensnotwendig, aber ich finde halt einfach, wenn man halt so viel arbeitet und hart arbeitet, sollte man sich auch irgendwas gönnen, sei es in Urlaub fahren. Bei mir war es jetzt halt eben diese Tasche hier, die ich halt wirklich seit 9 Monaten haben wollte und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Natürlich kann ich auch Leute verstehen, die sagen, oh mein Gott, die ist ja voll bescheuert, gibt so viel Geld für eine Tasche aus, damit könnte ich in einen richtig geilen Urlaub fahren. Klar, kann man natürlich auch machen. Aber ich habe mich jetzt einfach für dieses Goldstück hier entschieden. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.